Also warum ist wissenschaftliches Arbeiten eigentlich so anders als irgendwelche Aufsätze oder Texte zu schreiben oder normale Bücher zu schreiben? Der Grund ist einfach. Bei wissenschaftlichen Arbeiten geht es darum, Wissen zu festigen, Wissen zu generieren und es für jeden 0815 Fachmenschen, besser gesagt, oder anderen Wissenschaftlern nachvollziehbar zu machen. Und dadurch ergeben sich ein paar Anforderungen und dabei ein paar inhaltliche und formale Anforderungen. Das macht das Thema etwas schwieriger. Und zwar folgendes: Zum Beispiel, wenn ihr vorhabt, eine Formulierung ungefähr so zu beginnen, ich glaube, dass es ist besser das, gehört nicht in eine wissenschaftliche Arbeit. Also eigene Meinungen haben darin erstmal nichts verloren. Oder Technologie A ist Technologie zu bevorzugen. Das ist bestimmt nicht immer so. Das Thema muss man in einen Kontext setzen. Unter welchen Umständen ist das so? Das gehört begründet, das gehört belegt. Auch wenn man sagt, okay, Versuche haben gezeigt. Welche Versuche? Welche waren das? In welchem Kontext haben diese Versuche stattgefunden? Es ist bestimmt nicht so, dass A immer besser ist als B. Also dieser Kontext gehört schon sichergestellt. Also in diesem Szenario von bla 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 ist aufgrund bla 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 A B zu bevorzugen. Als Beispiel. Oder man macht hier ein entsprechendes Diagramm, das diese Aussage für einen trifft, dass man sagt, okay, ich zeige Performance-Kennzahlen von Technologie A und Technologie B in einem Diagramm mit einem bestimmten Versuchsaufbau. Und da sieht man, dass A immer besser ist in diesem Versuchsaufbau. Das ist das, dann der Kontext, den man aber auch sieht und auch mit dabei hat. Da XY schneller ist als AB, ist eine Behauptung, auch hier fehlt der Beleg. Behauptungen kommen gar nicht gut. Es muss alles belegt sein, belegbar sein. Ja, Belegung, wie belege ich etwas? Indem ich entweder selbst eine Versuchsreihe mache, indem ich mich auf andere beziehe, die ebenfalls wissenschaftlich gearbeitet haben und dort zum Beispiel Versuchsreihen oder Studien gemacht haben. Oder indem ich mich auf Fachartikel beziehe, die wissenschaftlich gearbeitet habe, also auf andere wissenschaftliche Quellen oder auf etwas, das nachvollziehbar ist und von jedem wieder nachvollziehbar werden kann. Das heißt, wir belegen, indem wir sagen, jemand anderer, dem wir diese Kompetenz zutrauen, der den wissenschaftlichen Kriterien Genüge getan hat, der sozusagen schon bewiesen hat, dass es passt, dass wir uns auf diesen beziehen, der hat das gesagt oder herausgefunden. Oder wir machen selbst eine entsprechende Studie, da müssen wir aber auch aufpassen. Gut, oder daher sollte man, ist auch so eine Formulierung, wo man sagt, okay, es geht um Wissenschaft, es geht um Wissen, es geht um Zahlen, es geht um Daten, es geht um Fakten. Da ist kein Platz für könnte, sollte, müsste, würde, hätte, könnte, wie auch immer. Auch nicht um so umgangssprachliche Themen, so belanglose Sätze, so Füllwörter, weg damit. Auch ganz toll ist, Studien haben gezeigt, dass. Auch das ist etwas, wo man sagt, okay, das ist jetzt schon wissenschaftlich. Da geht es um Studien, das ist okay. Nein. Welche Studien? Auch hier, Quellenangabe, Belege. Es muss nachvollziehbar sein. Und auch bei Studien und Experimenten gilt, ganz besonders auch aufmerksam sein, nicht überall, wo Studie draufsteht, ist Studie drin. Also, wenn es eine ordentliche Studie ist, dann ist dort erklärt die Methode, wie wurde untersucht, was genau wurde untersucht, mit welcher, wie viel wurde untersucht. Es macht einen Unterschied, ob 50 oder 5000 oder 50.000 Personen, keine Ahnung, eine Studie bezüglich eines Medikaments an 50 oder 50.000 Personen untersucht wurde. Es macht einen Unterschied, je nach Methode, ob die Personen gefragt worden sind, ob es ihnen besser geht. Oder ob es sich um eine medizinische Doppelblind, um eine klinische Doppelblindstudie handelt. Es macht einen Unterschied, ob wir eine Placebo-Gruppe hatten oder nicht. Es macht einen Unterschied, wie gearbeitet wird und was konkret analysiert wurde. Es macht auch einen Unterschied, ob es sich um eine Metastudie handelt. Das heißt, die Methodik ist ganz wichtig. Eine Metastudie stützt sich auf andere Studien und macht sozusagen über diese betrachtet mehrere zum gleichen Thema und zieht allgemeine Schlüsse wieder draus. Also auch das gehört mit angegeben,
Ja, wenn ich mich auf eine Studie beziehe, welche ist das, damit es nachvollziehbar ist, wo wurde diese publiziert, nach welcher Methode wurde gearbeitet und wie viele Datenmenge hat es sich gehandelt, was war der Kontext dort. Das Gleiche gilt, wenn ich ein eigenes Experiment mache. Auch dann gehören solche Sachen mit angegeben. Und ansonsten es geht immer um Belege und Quellen. Also Belege und Quellen sind immer andere wissenschaftliche Quellen, das können Bücher sein, aber nicht alle Bücher sind den wissenschaftlichen Ansprüchen genügend, also so Bücher, die einen entsprechenden wissenschaftlichen Verlag zum Beispiel erscheinen, wie zum Beispiel im Springer Verlag oder ähnlichen. Da kann man schon was rausnehmen, aber nicht jedes 0815 Buch ist hier genügt den Ansprüchen. Veröffentlichungen in Fachzeitschriften, in Journals, in Conference Papers etc. können herangezogen werden. Wikipedia ist etwas, das eigentlich eher nicht so herangezogen werden darf. Zumindest erlauben es die meisten nicht. Der Grund ist relativ simpel. Der Grund ist, in Wikipedia kann theoretisch jeder irgendwas reinschreiben, solange es nicht die Community quasi wieder verwirft. Da fehlt der konkrete Review-Prozess, der Qualitätssicherungsprozess. Es ist kein gesichertes Wissen im Sinne von das, was hier mal steht, das kann ich auch in 5 Jahren noch so nachlesen, denn Wikipedia wird ja ständig verändert. Wikipedia ist ein wenig Streitfall, im Zweifelsfall nicht verwenden oder nachfragen. Also, ich hoffe, ihr seht, warum wissenschaftliches Arbeiten doch ein bisschen anders ist, als einfach nur einen Text zu schreiben. Man muss ja viel knackiger sein, viel mehr aufpassen auf die Formulierung, immer den Kontext schreiben oder darlegen. Keine Behauptungen und so aufstellen ohne Belege. Das sind alles Formalfehler, die man nicht machen sollte oder machen darf. Eine Frage ist auch immer wieder, kann ich Umfragen machen? Oder ist eine Umfrage etwas, das wissenschaftlich genug ist? Und ja, natürlich ist die Antwort. Umfragen können gemacht werden. Auch eine Umfrage ist eine wissenschaftliche Methode, die man anwenden kann und auch häufig angewendet wird. Man muss nur aufpassen bei Umfragen. Auch hier gilt es, die Grundgesamtheit anzugeben, also wie viele Personen wurden wirklich befragt. Und man muss sich gut überlegen, ist diese Umfrage repräsentativ? Also ist die Stichprobe auch groß genug, dass sich hier eine entsprechende Aussage treffen kann? Auch hier muss ich wieder einen Kontext setzen und ich muss mir überlegen, wie erreiche ich meine Zielgruppe und wie schaffe ich es, dass meine Zielgruppe repräsentativ ist. Wenn ich eine Umfrage von Unternehmer mache, dann muss ich natürlich Unternehmer fragen und keine anderen Personen. Wenn es um eine Aussage über die Bevölkerung geht, dann muss ich mir sehr wohl auch überlegen, okay, wenn ich jetzt 100 Leute befrage, wie erreiche ich die natürlich? Aber auch, wen frage ich überhaupt, dass diese 100 Leute meine Bevölkerung auch repräsentieren? Das heißt, das Verhältnis von Männern zu Frauen, die Altersverteilung etc. 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 Umfragendesign muss auch gut überlegt sein. Und wie gesagt, ganz wichtig, man muss sich vor allem überlegen, wie erreiche ich die Leute, meine Zielgruppe. Das nicht unterschätzen, bitte. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.